Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Es ist Samstag und eigentlich hatte ich geplant, euch ein bisschen über Warzone 1 zu informieren. Das wird jetzt ein Video sein, was wir auf morgen geschoben haben. Nur kurz vorab, was für morgen wichtig sein wird. Warzone 1 wird abgeschaltet. Alles dazu, warum und wie und ab wann und was mit euren Skins und so passiert, erzähle ich euch morgen, okay? Heute geht es um Multiplayer und für alle die, wie ich jetzt aktuell mal ein bisschen Multiplayer spielen, viele von euch ja bestimmt auch noch ein bisschen mehr, da gibt es und gab es seit dem Season 4 Update einen Bug, einen größeren Bug. Und zwar, dass die Drohnen, die ganz normalen Drohnen, komplett broken war, warum auch immer, fing mit dem Season 4 Update an, Infinity Ward hat nichts darüber gesagt, hat es anscheinend gar nicht wahrgenommen und es war folgender Bug bis gestern und der ist jetzt schlimmer geworden und eigentlich hatte ich nicht vor darüber zu berichten, weil es jetzt an der Woche behoben war, haben alle gedacht, ist es nicht, es ist schlimmer als erwartet. Wenn ihr in den letzten Tagen das Gefühl hattet, dass viele Leute euch sehen durch Wände mit Wallhacks und sonst was, kann es zum einen sein, dass wir ein freies Wochenende haben in MW2, was bedeutet, dass super viele Leute, die cheaten, mit freien Account einfach zocken und es witzig finden. Es kann aber auch an diesem UAV-Bug sein, der wie folgt funktioniert und ich zeige euch das ein bisschen mit den Einblendungen, wie das aktuell aussieht. Normalerweise ist es so, wenn ihr eine Drohne aktiviert in Modern Warfare 2, werden alle Leute, die keinen Geist haben, auf der Karte angezeigt. Und zwar in dem Moment, wo dieser Sweep durchgeht. Das ist dann meistens so eine Sekunde und dann habt ihr zumindest den roten Punkt. Seit letzter Woche ist es aber so, dass wenn ihr eine Drohne aktiviert, oder eine Woche lang war es so, dass nicht nur einmal kurz, wenn der Sweep war, die Leute einmal kurz angezeigt worden sind, sondern ihr könnt sie auf der Minimap mittlerweile 4 bis 5 Sekunden, während der Sweeps hin und her geht, komplett verfolgen. Was bedeutet, wenn ihr keinen Geist habt und jemand aktiviert eine Drohne, werdet ihr einfach wie bei einem Orbi 4 oder 5 Sekunden über euren ganzen Weg, wo ihr lauft, sitzt, sonst was, getrackt, was natürlich extrem OP ist. Dazu kommt ja das Problem, dass Geist nun mal ein Perk ist in diesem schwachsinnigen Perk-System dieses Jahr, was nicht von Anfang an der Runde frei ist, sondern eben erst nach, ich weiß gar nicht, wie die Zeit mittlerweile ist. Ich glaube 3,5 Minuten und davon abgezogen dann immer 100 Punkte, alternativ 10 Sekunden für jeden Kill, den ihr macht und Assist-Punkte und und. Also mit Punkten reduziert ihr die Zeit. Kann aber durchaus sein, dass wenn ihr kein hervorragend guter Gamer seid und die Lobby scheiße ist, dass ihr 2 oder 3 Minuten durchaus ohne Geist rumlauft. In der Zeit haben aber vernünftige Spieler schon die 2. oder 3. Drohne, was bedeutet, dass da so ein richtiger Snowball-Effekt stattfindet. Wenn Leute wie wir in einem Team spielen, dann haben wir in der Regel nach 30, 40 Sekunden eine Drohne, wenn es schlecht läuft. Manchmal auch schneller, manchmal ein bisschen langsamer. Mit der ersten Drohne kann euer gesamtes Team die ersten 2, 3 Minuten einfach über die ganze Karte verfolgt werden. Man braucht nicht mal mehr auf den Bildschirm vor sich gucken. Und normalerweise funktioniert die Drohne ja ganz anders, nämlich ihr werdet einmal ganz kurz angezeigt, auch wenn ihr schießt, ohne Schalldämpfer werdet ihr einmal angezeigt. Schalldämpfer sind aber auch broken, das heißt integrierte Schalldämpfer zeigen euch trotzdem auf der Karte an, was nicht sein soll, wurde aber nicht behoben, wird wohl nicht mehr behoben. Nur extra Schalldämpferaufsätze verbergen euch auf der Karte. Und da ist jetzt das Problem gewesen, dass dieser UAV-Bug eine ganze Woche geherrscht hat. Und jetzt mit dem gestrigen Update oder vorgestrigen Update war das, hat Ace gedacht, habe ich gedacht, ich habe es nicht mehr gehabt, 2 Runden, behoben. Jetzt ist es aber so, dass das Chaos noch viel größer geworden ist. Jetzt gibt es Runden, in denen die Drohne ganz normal funktioniert. Das heißt, Gegner wird eine Sekunde gepinkt, angezeigt und dann müsst ihr halt raten, wo ist er hingelaufen, sitzt er noch da, liegt er noch da, ist er nach rechts gelaufen, nach links. So wie die Drohne seit 18 Jahren funktioniert, so funktioniert sie gestern in 2 Runden. Dann kam aber das Problem, dass sie komplett broken funktioniert hat und immer dann, wenn der Sweep der Drohne nicht da war, ich glaube die Sweep 5 oder 6 Mal, insgesamt keine Ahnung, 12 Sekunden oder so, jedes Mal, wenn dieser Sweep der Drohne nicht da war, also wenn eigentlich auf der Karte nichts angezeigt werden sollte, konnte man alle Feinde, alle Gegner auf den roten Punkten verfolgen, wieder 4-5 Sekunden. Und dann, wenn die Drohne angefangen hat zu sweepen, hat es erst aufgehört. Das heißt, wenn sie eigentlich funktionieren sollte, hat sie genau das Gegenteil gemacht von dem, was sie sollte. Das ist das größte Problem. Es ist nicht jede Runde konstant und nicht für jeden gleich. Und es hat anscheinend auch nichts mit Map, Modus oder sonst was zu tun, sondern ist komplett random irgendwie. Und dann gibt es ein drittes Problem. Und zwar, dass nicht, wenn die Drohne ganz normal sweept, ihr auch ganz normal
hinterhergelaufen oder dass man sehen kann, wie er läuft, sondern sie sweept und dann hört sie auf und dann seht ihr die ganzen Punkte erst, aber ihr seht sie dann erst wieder, wenn die wieder sweept. Es ist absolut kompliziert und vor allen Dingen total weird, weil es macht überhaupt keinen Sinn. Es gab ja mit dem Season-Update überhaupt gar keine Änderungen an der Drohne an sich oder sonst was. Das Einzige, was sie geändert haben, vor mehreren Wochen glaube ich aber schon, dass wenn ihr drei Drohnen habt, dass die Minimap und die Gegner erscheinen wie auf einem Orbi, nur dass die sich eben nicht live bewegen. Aber anscheinend haben sie es so hart kaputt gemacht, dass man jetzt vor der Runde nicht mehr weiß, ob man Geist als Perk unbedingt braucht, was ich jedem von euch empfehlen würde, ob man kein Geist braucht. Ich persönlich habe Quickfix mittlerweile aus meinen, also Quickfix war von der Beta an mein Perk to go. Funktioniert anscheinend auch nicht mehr richtig. Manchmal aktiviert es nicht, obwohl ich einen Kill mache. Es aktiviert es, meine Heilung müsste starten, tut es aber nicht mehr. Und habe jetzt mittlerweile überall Geist reingemacht, weil es absoluter Abfuck ist, wenn irgendjemand eine Drohne hat und euch wirklich 5 oder 6 Sekunden lang, nur weil ihr auf der Minimap aufleuchtet, hinterherlaufen könnt. Das ist natürlich komplett bescheuert, ist überhaupt nicht im Sinne des Entwicklers und auch nicht im Sinne der Community, aber so funktioniert es aktuell. Und es gibt halt wirklich nicht eine einzige Nachricht in den Patch Notes oder in diesem neuen Call of Duty Info-Twitter-Account, den sie gemacht haben, wo sie besser informieren wollten und Feedback entgegennehmen wollten. Das ist den Leuten bei Activision oder Infinity Ward entweder immer noch nicht bekannt, was für mich unmöglich ist, außer man ist taub, stumm und sonst was und blind. Oder es interessiert sie einfach gar nicht. Und jetzt kommt der kurze Schlusssatz dazu, warum sie vielleicht aktuell nicht interessiert. Gestern war, ich glaube, der 5. Anlauf für die 1,2 Millionen Dollar World Series of Warzone Qualifiers. Und so wie die anderen 4 Male wurde die World Series of Warzone Qualifiers, ich glaube, 2. Runde wäre gestern gewesen, die sollten schon längst durch sein, wieder verschoben, eine Stunde vor Beginn, weil sie wieder irgendeinen Bug entdeckt haben, der irgendwie die Scores nicht richtig gezählt hat oder. Und da hängen die jetzt wieder dran. Ihr müsst euch vorstellen, Leute nehmen sich da Urlaub für, um daran teilzunehmen, die qualifiziert sind, die Kohle verdienen wollen. Und Infinity Ward und Activision sind seit, ich glaube, 1,5 Monaten geht das so, dass es immer wieder um eine Woche verschoben wird und dann trotzdem nicht stattfinden kann, absolut überfordert damit, das zum Laufen zu bekommen. Und das bei der neuesten Call of Duty-Ära. Die ersten 3 Mal wurde es, glaube ich, verschoben, weil die Bots, die in Warzone gespawnt sind, die Server zum Crashen gebracht hat. Beim 4. Mal war es, glaube ich, wenn es schon 5 Mal waren, vielleicht waren es auch nur 4 Mal. Ich glaube, dann war irgendwas mit dem Anti-Cheat oder sonstiges und diesmal ist es irgendwas mit den Scores. Und ich denke mal, dass alle Ressourcen und alles, was man da irgendwie aktuell aufbringen kann, komplett in das Thema, wie kriegen wir diese scheiß World Series of Warzone zum Laufen, ohne sich noch weiter zum Affen zu machen, was, wenn ich ehrlich sein darf, meiner Meinung nach eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Dieses Kind dieses Jahr ist komplett in den Brunnen gefallen, die haben ihr Geld verdient, die Qualität ist eine glatte 6. Aber solche Game-Breaking-Bugs wie jetzt ist halt absolut nervig, weil man muss seine Klassen ändern. Viele Leute, die YouTube, Twitch gar nicht sehen, die wissen gar nichts davon. Die töte ich dann, obwohl ich sie vielleicht gar nicht sehe oder höre, weil die Minimap mir sagt, dass er da in der Ecke steht. Und die reporten dich dann. Und mit diesem scheiß Anti-Cheat, was wir haben, und diesem autonomen Cheat-System, was dafür sorgt, dass ihr bei 2, 3, 4 Reports automatisch einen Shadowban bekommt. Und schon werdet ihr eben öfter reported, obwohl ihr gar nichts falsch macht. Und dann habt ihr einen Shadowban und könnt wieder 2 Wochen nicht spielen. Also man muss es sich alles reinziehen, es ist wirklich nicht feierlich. Mein Tipp für euch, wenn ihr Multiplayer trotzdem halbwegs genießen wollt, bei Cheatern könnt ihr nichts machen, Activision ist da auch überfordert, weil sie unfähig sind. Macht euch Geist in eure Klassen rein und ich werde, glaube ich, einen Kommentar hier ranpinnen, wenn dieser Bug behoben ist. Wenn ich jetzt raten darf, ich würde sagen, so in 4 Wochen könnte es sein, zum Mid-Season-Update vielleicht. Ihr müsst wissen, das dauert alles immer ein bisschen. Leute, lasst ein Like da, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr es auch schon festgestellt habt. Und wir sehen uns morgen.